Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Constanze von DotMagie und heute möchte ich euch ein paar Tools fürs Mandala Dot Pitting zeigen, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Und los geht's mit dem Zirkel. Also ich benutze den Zirkel bei fast allen meinen Projekten, entweder gleich am Anfang, wie ihr hier seht, um die Linien vorzuzeichnen bei dem Stein, oder ganz häufig auch mitten im Projekt, weil ich dann oft halt nicht weiß, wann ich wo ankomme und zeichne mir dann die Linien ein, damit ich die Punkte passend setzen kann. Genau. Dann kommen wir auch schon zu den Mandala-Schablonen. Die benutze ich seit einiger Zeit. Ihr seht hier, die sind unterschiedlich groß und haben eine unterschiedliche Anzahl von Strahlen. Also je nachdem, was für ein Projekt ihr machen möchtet, zeichnet ihr euch das einfach auf. Das ist hier so eine 15x15 cm Leinwand. Und dann kann man sich das schön vorzeichnen. Und dann wird das einfach, wenn ihr dann anfangt mit Dotten, super easy, spiegelgleich. Und es ist einfach viel einfacher. Hier habe ich das Gleiche nochmal mit einer kleineren Schablone auf einem Herzen. Und wenn ihr wissen wollt, wie genau das dann funktioniert, ich habe dafür auch zwei Videos gemacht. Die verlinke ich euch gerne einmal hier und unten in der Beschreibung. Dann kommen wir zu den Silikonformen. Mit Silikonformen könnt ihr eure Steine, Herzen, was auch immer, selber gießen. Diese Silikonformen könnt ihr mehrmals verwenden und ihr habt dann halt nicht mehr das Problem, dass ihr euch irgendwie abhängig macht von anderen Leuten, wenn ihr das dann nicht bekommt, wo ihr das immer kauft. Und ihr seht hier, ich mixe mir das hier zusammen. Ich habe euch hier unten mal eingeblendet, was ich immer für ein Gießpulver nehme. Da kann man natürlich noch viele andere Sachen nehmen. Beton ist oft sehr gut. Auch dafür habe ich Videos und auch das verlinke ich euch einmal hier und in der Beschreibung. So, Silikontools. Das ist ein ganz einfaches Tool, was ich hauptsächlich dafür benutze, wenn mir Fehler passieren, um die Farbe hier wegzumachen. Fehler passieren relativ häufig und mit diesem Silikontool bekommt ihr überall die Farbe immer relativ einfach ab. Ihr könnt dazu natürlich auch so ein Wattestäbchen nehmen, das haben die meisten ja zu Hause. Das geht auch, da müsst ihr nur aufpassen, das fusselt dann manchmal ein bisschen. Genau, aber wie gesagt, diese Silikontools, die eignen sich wirklich ganz gut. Und dann übermalt man das hier einfach und dann kann man einfach weitermachen. So, dann habe ich hier so einen wunderschönen Drehteller oder auch Lazy Susan im Englischen genannt. Den habe ich relativ neu, wollte ich mir schon immer mal holen. Und das macht es, wie ihr hier seht, viel einfacher beim Drehen jetzt hier bei dem Herzen. Aber weil man natürlich ständig an eine andere Stelle muss und dotten muss. Und das hilft dann einfach. Ich habe hier so ein relativ einfaches Modell mir geholt. Das hat, glaube ich, nur 6 oder 7 Euro gekostet. Es gibt da natürlich auch schönere Sachen aus Holz oder aus Silikonedel. Ihr seht hier, ich habe mir da was drunter gelegt, weil wenn ihr das einfach nur so hinlegt, dann funktioniert das nicht so richtig. Ich habe mir hier diesen Korkuntersetzer drunter gelegt und nochmal einen Korkuntersetzer drauf. Und dann dreht sich das einfach easy. So, das war's schon. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!